Sonntag, 2. September 2012. Gegen 20 Uhr erreichte die Anna Sirka den Waltershofer Hafen. Hier von der Waltershofer Brücke konnte man das Einlaufmanöver sehr gut beobachten. Wie gewohnt manövrierte der Kapitän der Anna Sirka das Schiff routiniert und sicher an den Liegeplatz am Burchardkai, wo ich anschließend auch an Bord ging. Erst am nächsten Morgen begann ich damit, meine Kammer einzuräumen. Wir hatten uns am Abend zuvor noch lange in der Messe unterhalten und es war ziemlich spät geworden. Nach dem Frühstück ging ich zunächst einmal aufs Peildeck. Von hier aus hat man den besten Überblick, um den Lade- und Löschbetrieb hautnah mitzuerleben. Anschließend begann ich in meiner Kammer mit den ersten Aufzeichnungen in mein Tagebuch. Gegen 9 Uhr begann die Besatzung damit, die Gangway einzuholen. Immer ein sicheres Zeichen dafür, dass das Schiff kurze Zeit später ausläuft. Nachdem die Vorspringen losgeworfen war, verholten wir zu unserem nächsten Liegeplatz, dem Toller Ort. Für Passagiere gehören diese Fahrten von Liegeplatz zu Liegeplatz, dem sogenannten Verholen, natürlich zu den Höhepunkten einer jeden Frachtschiffreise. Ich habe schon erlebt, dass die Anna Sirka während ihres Aufenthaltes in Hamburg bis zu 7-mal verholt hat. Für Passagiere ist das natürlich sehr angenehm. Für die Besatzung bedeutet das Stress ohne Ende, denn hier wird praktisch rund um die Uhr gearbeitet, das heißt viel Arbeit, wenig Schlaf. An Steuerbordseite passierten wir den Athabaska-Kai, den einzigen Liegeplatz direkt an der Elbe. Wenn man hier liegt, kann man die besten Videos und Fotos machen, weil hier alle großen Pötte vorbei müssen, wenn sie zum Beispiel nach Altenwerder gehen. Nach circa 30 Minuten machte die Anna Sirka am Montag, den 3. September 2012 am Containerterminal Toller Ort, kurz CTT, fest. Während der Liegezeiten herrscht natürlich an Bord immer ein reger Betrieb, aber ein kleiner Klönschnack in der Messe mit unserem Chief ist immer möglich. Schon um 11.30 Uhr hieß es dann schon wieder Leinen los und die Anna Sirka machte sich auf die Reise nach Bremerhaven. Ganz langsam drehte sich die Anna Sirka nach Backbord in die Elbe. Bei herrlichem Wetter begann nun die circa 4-stündige Revierfahrt bis nach Cuxhaven.
Das Highlight auf der Elbe ist natürlich die Vorbeifahrt an Blankenese, die ich in vollen Zügen genossen habe. Das Mittagessen war so gut, dass ich mir einen kräftigen Nachschlag gegönnt habe. Auf der Anasirka kann man bis auf wenige Ausnahmen jederzeit die Brücke betreten. Von hier aus hat man natürlich einen besonders schönen Blick über die Containerladung nach vorne. Da mich mein Kumpel Peter Tedel, der Eiderfischer, per Handy stets über die aktuellen Schiffspositionen informierte, habe ich natürlich kein entgegenkommendes Schiff verpasst. Zwischen den Filmaufnahmen habe ich mir ab und zu eine Tasse frisch aufgebrühten Kaffee gegönnt.
Gegen 15.30 Uhr war Cuxhaven erreicht. Nachdem wir die Kugelbarke passiert hatten, steckte die Anna Sirka ihre Nase in die Nordsee und mit 18,5 Knoten ging es nach Bremerhaven. Gegen 17 Uhr ging es zum Abendessen in die Messe. Hähnchenschenkel mit Bratkartoffeln, Blumenkohl und noch etwas Gulasch vom Mittagessen. Mann, habe ich reingehauen, einfach köstlich. Ein ganz besonderes Highlight war die Übernahme des Weserlotsen auf dem SWAT-Lotsenversetzboot Borkum gegen 19 Uhr. Diese Fahrzeuge sind wirklich eine ganz besondere Augenweide. Wir erreichten Bremerhaven gegen 21.30 Uhr. Um 22.15 Uhr waren wir fest an der Stromkaie. Gegen 4 Uhr hieß es dann schon wieder Leinen los und die Reise ging weiter. Der nächste Tag begann mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Es war Dienstag, der 4.9.2012, mein dritter Tag an Bord und wir befanden uns auf der Nordsee. Unser nächstes Ziel war Brunsbüttel. Circa eine Stunde vor Cuxhaven hatte ich wieder einmal Glück. Die MS Deutschland, das Traumschiff, kam uns entgegen. Kurze Zeit später rief mich der Kapitän in der Messe an, dass wir in Kürze das Museumsschiff Elbe 1 überholen würden. Ich musste mich ziemlich beeilen, um diese herrlichen Aufnahmen zu machen. Kurz vor dem Frühstück habe ich noch eine kurze Kaffeepause gemacht, um mir im Fernsehen die Nachrichten anzuschauen. Danach habe ich kräftig gefrühstückt. Gegen 7 Uhr erreichten wir Cuxhaven und ich genoss die herrliche Vorbeifahrt an dieser tollen Stadt. Im zweiten Teil des Filmes geht es durch den Nordostseekanal nach Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg. Also bleiben Sie dran und begleiten Sie mich weiter auf meiner Reise mit der Anna Sirka. Ich verspreche Ihnen, es wird sich lohnen.